Hallo Leute, hallo YouTube, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Workaholic. Ich habe mir überlegt, ich mache heute mal was von dem Thema Amazon Warehouse. Und zwar, wie ich versuche, bei jedem Technikkauf noch den einen oder anderen Euro zu sparen. Dazu habe ich mir das Sony 16-35 4.0 gekauft, allerdings im Artikelzustand akzeptabel. Was das jetzt genau bedeutet, wie viel Geld ich dabei gespart habe, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Ja, zunächst erst einmal für diejenigen unter euch, die davon noch nie was gehört haben, was ist überhaupt Amazon Warehouse? Amazon Warehouse bietet die Versandrückläufer, also die Gerätschaften an, mit denen die Kunden nicht zufrieden waren. Diese Gerätschaften wurden 30 Tage lang meistens ausgetestet und dann wieder zurückgeschickt. Allerdings bekommt ihr diese zu einem wesentlich günstigeren Preis. Meistens jedenfalls. Ja, und wie genau ich dabei immer vorgehe, das möchte ich euch jetzt einfach mal am Beispiel der Alpha 6600 zeigen. Dazu springen wir in meinen Rechner. Ich gehe als erstes auf Idealo, gebe dort ein Alpha 6600, damit ich dann überhaupt erstmal eine Grundlage habe und den Preis auf Amazon überhaupt einordnen kann. Hier sehe ich jetzt, okay, 1395 ist scheinbar das günstigste Angebot. Hier haben auch schon viele gekauft. Das scheint mir seriös zu sein. Ich kenne den Händler persönlich nicht. Aber ich weiß jetzt, 1395 ist auf jeden Fall der günstigste Preis. Jetzt gehe ich auf Amazon und gebe dort ebenfalls Alpha 6600 ein. Ich möchte nur den Body ohne Kit-Objektiv. Gehe da drauf. Und sehe schon, okay, bei Amazon ist der günstigste Preis 1402,95 €, also 8 Euro teurer als der billigste Händler auf Idealo. So, und nun schaue ich auf dem Marketplace, ob es einen Amazon Warehouse Deal gibt. Ich sehe hier, okay, hier gibt es 3 verschiedene Angebote. Wichtig an der Stelle ist auf jeden Fall zu sagen, dass ihr darauf achten müsst, dass Amazon Warehouse der Verkäufer ist. So, nun werden euch die Zustände angezeigt für die jeweiligen Artikel. Hier steht gebraucht sehr gut, geringfügige optische Mängel auf der Rückseite des Kameragehäuses. Zubehör weist gegebenenfalls optische Mängel auf. Der Artikel wird in der Originalverpackung zugestellt. Die Verpackung wird beschädigt sein. Ja, und an der Stelle muss man dann halt eben abwägen. Ich persönlich würde jetzt hier zum schlechtesten Zustand in dem Fall sehr gut greifen. 1304 € heißt fast 100 € gespart. Das ist auch immer so mein Kriterium. Bei Produkten von 1000 bis 2000 € möchte ich wenigstens ja, 75 bis 100 € sparen. Das trifft hier zu. Wie gesagt, ich lese mir hier den Zustand durch. Wenn irgendwelches Zubehör fehlt, steht das meistens auch drin. Manchmal ist es der Fall, dass der Originalkarton nicht mehr vorhanden ist. Dann packt Amazon das in einen weißen Karton. Für mich persönlich auch absolut kein Problem. Ich piep auf den Originalkarton, Hauptsache ich kann ein bisschen Cash sparen. Ja, an der Stelle ist natürlich für euch als Kunden wichtig zu wissen, wie sieht es überhaupt rechtlich aus? Kann ich, wenn ich nicht zufrieden bin, das Gerät wieder zurückschicken? Ja, das könnt ihr innerhalb der 30 Tage ganz normal. Und dann die nächste Frage ist natürlich auch, habt ihr ganz normal die Garantie? Es gibt keine Herstellergarantie mehr. Amazon übernimmt an der Stelle für euch die 24 Monate Herstellergarantie. Ich haue euch dann auch einfach mal den Link zur Amazon Warehouse Suche unten in die Videobeschreibung rein, damit ihr selber mal ein bisschen stöbern und suchen könnt. So, und damit kommen wir dann auch zu meinem Objektiv, dem SEL 16-35 4.0. Ich schaue mal auf Idealo, wie das zurzeit angeboten wird. In dem Fall ja, 1039 im Moment. So, und dann schauen wir jetzt auf Amazon nach. Und da ist der aktuelle Preis für das SEL 16-35 4.0 1069 €. Ich schaue auch hier, gibt es einen Warehouse-Deal ab 833 €. Und jetzt sehen wir hier, okay, das sind alles andere Händler, das ist nicht Amazon. Ich habe scheinbar den letzten Amazon Warehouse-Deal in dem Fall gekauft. Also halten wir fest, 1069 € im Moment der günstigste Neupreis auf Amazon. Und ich habe dafür 786,75 € gezahlt. Allerdings im Artikelzustand akzeptabel. Das heißt, ich lese mal vor, optische Mängel größer als 2,5 cm Zoll an der Vorderseite des Kameragehäuses.
Okay, ist scheinbar noch eine Kamera dabei. Der Artikel wird in der Originalverpackung zugestellt. Die Verpackung wird beschädigt sein. Und das schauen wir uns doch jetzt mal an. Ich bin schon gespannt. Los geht's. Okay, wir haben schon mal den Originalkarton. Ja, Karton geht noch halbwegs, wurde aber scheinbar vielleicht auch schon mehr als einmal geöffnet. Wir wissen es nicht. Also, dann. Okay, Sonnenblende ist dabei, Beschreibung auch. Dann schauen wir mal. Naja, könnt ihr das sehen? Hier ist natürlich was. Dann schauen wir uns mal die Optiken an. Okay, das ist nur Staub. Alles klar, super. Frontlinse sieht auf jeden Fall top aus. Da ist schon mal nichts und das ist ja eigentlich das Wichtigste. Schaut euch nochmal hier das Gehäuse an. Da ist hier wahrscheinlich der mit 2,5 cm angegebene Kratzer. Gucken wir uns auch noch die Rückseite an. Ganz ehrlich, meine Objektive, die ich im Moment habe, sehen alle viel schlimmer aus, weil sie halt einfach nur benutzt werden. Und solange halt die Linsen und die Optiken ohne Tadel sind, why not? Ja, schauen wir uns auch nochmal die Sonnenblende an, auf der ich jetzt auch nichts groß erkennen konnte. Ja, passt. Ja, dann können wir an der Stelle auch schon mal ein kleines Zwischenfazit ziehen. Ich bin persönlich sehr zufrieden, hier zugeschlagen zu haben. 260 Euro, wie gesagt, ungefähr gespart. Ich persönlich kann mit den Kratzern hier absolut leben, solange ich weiß, dass keine Kratzer auf den Optiken sind. Das ist auch relativ ausgeschlossen, weil Amazon schreibt selber auf seiner Seite, dass sie jeden Artikel vor dem Verkauf im Warehouse nochmal auf Funktionalität getestet haben. Sprich, würden sie dort irgendwelche Kratzer auf den Optiken finden, wäre die Funktionalität ja schon vollkommen ausgeschlossen. Dann würden sie das Objektiv, denke ich, auch nicht mehr verkaufen. Also 260 Euro gespart, alles richtig gemacht. Ich teste das Ganze jetzt natürlich die nächsten 30 Tage erstmal aus und solange ich jetzt nichts Negatives feststellen kann, werde ich dieses Objektiv natürlich gerne behalten. Also dann fahren wir mal in den Wald das Ganze testen. So, das soll es dann für heute auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, das Video war irgendwo nützlich für euch. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt, jederzeit gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.